will endlich das Nyx-Video machen. Ja, ich habe auch eigentlich irgendwo noch einen Primer. Hier ist er. Ich werde den jetzt mal anfangen, weil meiner von... Hoppla. Ich habe Angst, dass der alles runterkippt. Der ist ja eh fast leer von drinnen da. Also habe ich mir gedacht, fange ich den auch einfach mal an. Bei dem würde ich dann sowieso danach dann benutzen. Der schaut so aus. Lustigerweise habe ich mal in einem Schwimmbad gesehen, hat einer den auch gehabt. Und bei ihr war er fast leer. Also kann er gar nicht so scheiße gewesen sein, ne? So. Ich habe leider nicht so viele Produkte. Ich kann leider die Lippenprodukte nicht verwenden. Ich habe da eine Fieberblase. Deswegen gebe ich mir nur irgend so einen random Lipgloss dann vielleicht drauf, weil ich halt leider jetzt nicht den Lippenstift benutzen kann. Und auch ehrlich gesagt nicht will, weil ich ja nicht weiß, wie das dann wird, wenn ich dann keine Fieberblase mehr habe. Ich will ja dieses Produkt dann nicht damit anstecken. Ja, ich musste mir jetzt auch mal 3 Lidschattenpinsel schnell sauber machen, weil ich keine sauberen mehr hatte. Ich bin so pinselwaschvoll, das ist echt unmöglich, aber ich muss heute unbedingt noch welche waschen, bevor mein Urlaub zu Ende ist. Der ist ja nur noch heute offiziell. Ja. Mir ist so verdammt heiß. Schon wieder mal. Aber ich fange auch gleich mal an. Also ich zeige euch mal die Sachen kurz im Schnelldurchlauf, was ich alles so habe. Ich habe ja 2 Lidschattenpaletten. Ich werde aber natürlich die mit dem Grün benutzen. Man sieht auch, ich habe sie schon mal verwendet, weil ich wollte eigentlich ein Video drehen. Beziehungsweise ich habe auf Instagram war ich live und da habe ich ein paar Lidschatten verwendet. Das heißt, ich werde versuchen, dass ich nicht dieselben wieder benutze. Aber, oder soll ich diesmal die lilanen nehmen? Weil ich ja die eh schon in dem Video drauf gehabt habe. Aber die lilanen ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Fall. So schaut die aus. Ja. Finde ich ganz okay, aber das sind 2 Lippen. Nein, das ist ein Blush-Mousse. Das kann ich zum Beispiel jetzt dann noch verwenden, weil ich habe passend auch ein Rouge dazu, was farblich sehr gut passt. Dann einen Augenbrauen. Oh Gott, das kommt gleich durcheinander da. Einen Augenbrauenstift habe ich. Der sieht so aus. 2 Make-ups habe ich. Die schauen so aus. Das kann man angeblich auch als Concealer verwenden. Ich habe mir vorher nämlich gerade ein Video angeschaut und da hat sie gesagt, dass man das als Concealer verwenden kann. Den Primer, den ich euch eh schon gezeigt habe. 2 Puder habe ich noch. Und ja, als Lippenprodukt und Highlighter hätte ich auch was, aber wie gesagt. Also der Highlighter ist mir leider mal am Boden kracht. Das schaut auch dementsprechend so aus. Ich habe nur Angst, dass wenn ich ihn... Dabei passiert noch nichts. So schaut der aus. Der schaut sehr schön aus, muss ich sagen. Und als Lippenprodukt habe ich auch noch dieses Soft Matte Cream Milan. Aber die werde ich, wie gesagt, jetzt leider nicht benutzen. Aber ich liebe die. Ich habe davon sehr, sehr viele und ich mag die. So. Fangen wir mal an. So, Dani. Ich werde aber noch ein paar zusätzliche Produkte trotzdem verwenden. Ich meine, ich habe auch eine kleine Mascara von... Nix, ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo die ist. Ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Dunst, wo ich die hingeben habe. Ganz doof. Aber egal. Wir werden jetzt mal meine Lidschattenbase machen. Ich nehme eigentlich immer dieselbe. Also jedes Mal meinen MAC Painterly Paint Pot nehme ich immer. Ich hoffe, ihr könnt jetzt was sehen. Ich drehe die Kamera ein bisschen rüber. So, ich habe auch auf Instagram so einen Fragen-Button gemacht. Ich hoffe, das geht sich jetzt noch aus. Ich tue ein bisschen die Zeit rauszögern, weil ich mir denke, vielleicht kommen da noch ein paar Fragen dazu. Aber ich trage jetzt nur schnell die Lid. Die ist schon sehr trocken, dieses Painter-Lid-Ding. Das ist schon richtig trocken, das merkt man voll. Ich meine, es ist auch fast leer, also. So. Das heißt, wir machen mal Instagram auf. So, wartet mal, ich muss das erstmal suchen schon wieder. Ja, es kamen leider keine mehr dazu. Aber macht nichts. Sollten noch welche kommen, dann werde ich die dann wahrscheinlich auf Instagram entweder beantworten oder mir aufheben fürs nächste Video. Es hat jemand sehr viele Fragen gestellt.
Steht die Wohnungssanierung noch an? Und wenn ja, filmst du dann mit beim Renovieren? Im Großen und Ganzen steht die Wohnungssanierung nicht mehr an, weil wenn alles gut läuft, ich will nur nicht so viel darüber erzählen, weil ich Angst habe, dass trotzdem noch in die Brüche geht, habe ich vielleicht bis Oktober schon eine neue Wohnung. Drückt mir da die Daumen. Also diese Wohnung werde ich nicht mehr renovieren, ich werde sie der Gemeinde zurückgeben, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr, weil ich habe dort vor kurzem angerufen und die haben gemeint, solange mein Freund nicht bei mir gemeldet ist, habe ich keinen Anspruch auf eine größere und er ist noch nicht bei mir gemeldet. Ich müsste dann, wenn ich ihn jetzt bei mir melde, müsste ich 2 Jahre lang warten und das ist mir zu blöd. Bei aller Liebe, das ist mir zu blöd. In den 2 Jahren schlagen wir sich wahrscheinlich in der kleinen Wohnung die Köpfe ein und das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Deswegen, also sanieren werde ich die Wohnung nicht mehr, ich werde sie nur ausräumen dann. Und zurückgeben an die Gemeinde. Weil das hat sich quasi für mich jetzt erledigt. Weil die, was ich jetzt dann habe, ist eine Genossenschaft. Also ich hoffe wirklich, dass ich die auch kriege. Und deswegen denke ich mir, nein, das tue ich mir nicht mehr an. Für was? Es geht sowieso kaum, wenn man in der Wohnung auch drinnen noch lebt. Funktioniert das sowieso nicht, wie man sich das wünscht. Also Gott, seht ihr das wie braun? Ich bin oben auf der Schulter und im Gesicht nicht. Super, ne? Und jetzt verschwindet mein Licht. Ich kriege die Krise. Wirklich wahr. Ja, also Sanierung, nein. Wie gehst du mit hinterhältigen Kollegen um? Welchen Rat hast du? Also hinterhältig in welcher Form? Es gibt ja immer verschiedene Varianten. Jetzt probieren wir mal den Prime aus. Ich habe, also in anderen Jobs habe ich mehr Probleme gehabt mit so hinterfotzigen Weibern, wenn wir mal ehrlich sind. Jetzt, viele schlucke ich leider noch. Ich glaube, wenn man direkt die Person anspricht, dann ist es immer besser. Das habe ich auch ein paar Mal jetzt schon gemacht. Wenn mich wirklich was sehr gewurmt hat, habe ich die Person auch darauf angesprochen. Kommt zwar selten vor, weil ich immer alles in mich reinfriss. In der Arbeit zumindest, privat eher nicht. Privat sage ich es demjenigen gleich ins Gesicht. In der Arbeit braucht es immer eine Weile, bis ich dann mich gehen lasse, sage ich jetzt mal. Ich weiß, warum. Ich weiß auch nicht, warum ich da so einen Unterschied draus mache. Weil eigentlich ist es besser, wenn man sofort immer sagt, dass einem was stört, sage ich jetzt einmal. Kinderwunsch. Also eines will ich auf jeden Fall. Jetzt schaut es ja auch nicht schlecht aus mit der Wohnung. Also schauen wir mal in 2-3 Jahren auf jeden Fall. Also ich will mir nicht zu lange Zeit lassen, weil ich habe halt auch nicht ewig Zeit. Und deswegen, also so 2-3 Jahre... hätte ich schon gerne eins, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann, welche ist die beste All-in-One-Foundation? Ist gemeint, wo man keinen Concealer braucht, dann auf jeden Fall die Clinique, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, aber die hat auch so einen Applikator, die ist super. Oder die neue, diese, oh Gott, mir fallen die Namen nicht ein. Da gibt es auch eine neue von Clinique, die finde ich auch super. Ich finde, da braucht man auch keinen Concealer. Aber mir fällt jetzt der Name nicht ein. Aber ich kann es dir raussuchen, weil ich kenne dich ja eh, die was mir die Frage geschickt hat. Und dann werde ich dir das mal, werde ich die Fotos schicken. Bleibst du bei deiner Haarfarbe oder planst du wieder Veränderung? Nö, ich bleib bei meiner Haarfarbe. Hin und wieder habe ich schon oft so ein Bedürfnis gehabt, dass ich jetzt mir denke, okay, vielleicht wechselst du doch wieder die Haarfarbe. Aber im Großen und Ganzen nein. Ich mag gar nicht mehr die Haarfarbe wechseln. Ich werde da mal in die Farbe gehen. Ich benutze jetzt trotzdem die Palette, weil mir die besser gefällt. Vielleicht gebe ich die andere auch weg. Schauen wir mal. Ah, die Farbe ist echt schön. Die ist echt schön. Also, ich werde bei der Haarfarbe auf jeden Fall bleiben. Ich bin auch ehrlich gesagt zu feig, wieder zu färben. Weil ich halt den Prozess mit dem Nachwuchs und so nicht mehr so... Auf das habe ich einfach keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mit dem Nachwuchs und das habe ich echt keine Lust mehr. Dass ich da dann noch wieder so Probleme habe. Also das kann ich nicht nochmal brauchen, sage ich jetzt einmal. Würdest du dir wieder einen Hund nehmen? Eher nicht. Eher nicht. Also der Stefan hat mich auch schon gefragt wegen einem Hund. Aber ich glaube, ich könnte das nicht. Also da sträubt sich alles in mir, weil... Das mit dem Sparky ist jetzt bald 2 Jahre her
Und ich könnte einfach nicht einen anderen Hund nehmen. Ich meine, ich war vor kurzem mit der Tanja bei einem Heurigen. Und da hatte sie ihren Hund mit, den Winnie. Und mir geht das schon ab, einen Hund zu haben. Aber ich weiß es nicht. Kann es euch echt nicht sagen. Es müsste, wenn, dann auf jeden Fall eine ganz andere Rasse sein. Der Farbton ist cool. Es müsste auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Hunderasse sein. Und wenn, dann auch ein Weibchen. Weil das Bucky ein Männchen war. Ich weiß, zu komisch, aber ich kann nicht anders. Was soll ich machen? Aber ich glaube eher nicht. Also, ich glaube eher nicht, dass es nochmal ein Hund wird. Wo ich jetzt total reinkippe, mein Freund hatte ja 3, sind Vogelspinnen. Klingt vielleicht gruselig, aber ich habe mir eine Zeit lang auf YouTube einen YouTuber angeschaut, so, damit ich es rauskriege. Der war sehr viel über die Tarantulas erklärt und auch viel zeigt, weil der hat mega viele verschiedene Rassen, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja wohl viele verschiedene Rassen von denen. Ja, und das einzige Problem ist, ich hätte halt Probleme, denen das Essen zu geben. Und was noch? Wasser ist jetzt kein Problem, weil das habe ich damals auch beim Stefan seinen gemacht. Aber ich weiß nicht, ich hätte so ein Riesenproblem, glaube ich, mit Füttern. Boah, das Licht ist so beschissen heute, ich könnte kotzen. Ich hätte Probleme halt mit dem Füttern. Mit den Füttern und wenn man das Terrarium ein bisschen ändern muss oder sauber machen muss, da hätte ich auch ein bisschen Bedenken, sage ich jetzt einmal. Aber sonst hätte ich irgendwie gern so eine Spinne. Ich kippe nämlich so mega in diese Videos rein. Ich finde das nämlich so witzig, wenn der... Ich habe das ja auch mal auf Instagram postet, wo er ihnen das Wasser wechselt und die fahrt voll hin. Mein Freund hat eh schon gesagt, wenn die bei mir so hinfahren würde, würde ich sicher nicht mehr lachen. Aber was auch wahrscheinlich der Fall ist. Aber ich finde das irgendwie so witzig, wie er mit ihnen noch redet, mit den Spinnen. Das gefällt mir auch so. Aber wer weiß, ob das jemals was wird. Ob ich mir da wirklich eine Spinne nehmen würde, das weiß man nicht. Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe ja auch einen NYX Eyeliner. Den benutze ich ja schon länger. Und den mag ich ehrlich gesagt sehr gerne. Ich muss nur kurz. Ich bin in letzter Zeit wirklich zu blöd, Eyeliner zu ziehen. Irgendwie wird das nie was. Der ist auch so intensiv. Trotzdem, obwohl ich ihn schon so lange habe, ist der so intensiv, dass das immer zu viel wird beim Eyeliner. Aber okay. So, nächste Frage. Also wenn, überlege ich mir eher eine Haarspinne. Ich würde die dann so gerne auch trainieren, auf der Hand zu lassen, aber ich glaube, das macht nicht jede. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage. Ich rette sogar noch manchmal Spinnen in der Arbeit. Ich habe fast eine große versucht zu retten, aber die ist dann so schnell gelaufen, dass ich das fallen lassen habe und mir dachte, okay, doch nicht, ich rette dich nicht. Bleib im Müller drinnen, wo du hinkörst. Dann als nächster. Wie geht es dir sonst so? Läuft alles soweit gut? Jo, es geht. Also jetzt geht es ja voran mit der Wohnungssuche. Es war ja ein riesen Flop in letzter Zeit, weil man findet einfach nichts, was eine Preisklasse wäre, was man sich alleine leisten könnte. Sage ich jetzt einmal. Weil man muss immer wieder dran denken, wenn es nicht funktioniert, auf längere Sicht jetzt hinaus, muss man halt als Frau auch immer überlegen, ob man sich die Wohnung dann auch alleine leisten kann. Ich wollte ja die erste, die ich gefunden habe, wollte ich ja sofort nehmen. Aber das wäre eine blöde Idee gewesen. Weil man halt nicht weiß, was passiert. Weil 1000 Euro Miete hätte ich mir fix alleine nicht auf Dauer leisten können. Vielleicht ein paar Jahre, aber sicher nicht auf Dauer. Also so läuft es eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat, aber ich habe mich tätowieren lassen. Ich habe mir Mickey und Minnie Maus Kopf tätowieren lassen. Es ist auch relativ frisch. Ich war am... warte, jetzt lass mich kurz schauen. Ich war am 12. August war ich tätowieren. Also ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber da ist es dann wahrscheinlich schon ein bisschen her, aber ich lieb's. Ich finde, das ist so schön gestochen. Es ist natürlich ein bisschen ungewohnt noch, weil manchmal hebe ich den Arm so und dann schaue ich so rüber, was habe ich da?
deppert. Obwohl man sie eigentlich stechen lassen hat, ne? Aber egal. Ich überlege auch schon ein zweites, weil ich wollte ja schon länger Mickey Mouse und Minnie Mouse Kopf tätowiert haben. Und das zweite wäre dann in Sparky sein Pfotenabdruck, aber ich weiß halt noch nicht, welche Stelle. Ich habe erst überlegt, da. Der Stefan meint aber, das tut weh. Das hat jetzt auch... Es hat jetzt nicht weh dann, sondern es hat sich eher so angefühlt, als würde mit einer Stecknadel jemand der Haut entlang fahren. So hat sich das angefühlt. Aber es war überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Ich bin so happy mit dem. Ich schmier auch brav. Ich muss mich nur manchmal dazwischen erinnern dran, dass ich nicht vergesse, aber ja. Das wäre halt mal was ganz Neues und eben das mit der Wohnung, obwohl ich halt noch immer Angst habe, dass ich das zu viel und zu schnell erwähne, weil ich habe echt Angst, dass wir die nicht kriegen. Da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher. Ich muss auch erst anrufen dann morgen. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video online stelle, aber ich muss dann ja noch anrufen dort und ja. Hoffen, drückt mir die Däumchen, dass da alles glatt läuft, damit wir endlich aus der jetzigen raus können. Also, nächste Frage. Haben du und dein Freund denn schon aktuelle Pläne, was das Zusammenziehen betrifft? Wie gesagt, jein, wir hätten ja schon eine. Da ist halt nur noch die Frage dann, ob das auch funktioniert. Ob wir da rein können oder nicht, meine ich jetzt da. Und, was noch? Irgendwas wollte ich noch sagen. Pinsel. So. Ich will halt nicht zu viel davon erzählen. Ich glaube, wenn ich dann was weiß, werde ich das auf jeden Fall... die ist viel zu hell. Die ist zu hell. Wenn ich dann was weiß, werde ich das auf jeden Fall auf Instagram erwähnen. Oh Gott. Auf Insta vielleicht erwähnen. Boah, die ist viel zu hell. Okay, das geht nicht. Das kann man nicht benutzen. Also die eine ist mir leider zu hell. Schauen wir mal, wie es mit der jetzt ist. Die ist so wässrig. Das mag ich überhaupt nicht. Ah, die ist besser. Hoppala. Krieg einen Schluck auf da. Sieht man das, wie hell das ist auf der Seite? Oh mein Gott. Oh mein Gott. So. Jesus Christus. Ja. Also, wir planen ja schon länger, dass wir zusammenziehen, aber es, wie gesagt, es funktioniert halt nicht, weil die Wohnungen so verdammt teuer sind, was mich schon richtig anzipft, wenn ich ehrlich sein soll. Weil, das habe ich auch vorher schon erwähnt, man muss halt schauen, dass man sie sich auch alleine auch leisten kann. Tja, und da, wo wir hoffentlich rein können, da, wo wir hoffentlich dann rein können. Irgendwie habe ich das Gefühl, ist es auch zu hell. Schaut aus wie ich auch schon wie ein Geist. Im Gesicht bin ich doch brauner, als ich dachte. Ne? Aber vielleicht kann man das mit einem Bronzer richten. Ah, schon sehr hell. Wirklich hell. Schaut aus wie ein Geist jetzt. Beide Farben sind leider viel zu hell und das kriegt er gar nicht mehr zu. Das waren jetzt eben von NYX die zwei Sachen. Einmal die Can't Stop One Stop. Das ist die Farbe Light Ivory. Ein bisschen zu Light Ivory. Und die Farbe Light von NYX. Die kann ich wahrscheinlich erst wieder im Winter benutzen, weil jetzt ist die, wie man sieht, zu hell. Ich schaue aus wie ein Mini-Geist. Aber macht nichts. Ich habe auch ein dunkles Puder. Vielleicht kann ich das mit dem einfach ausgleichen. Wenn man das dunkle Puder da nimmt. Ich meine, so dunkel ist es jetzt auch nicht. Porzellan? Nein, ist auch nicht so dunkel, oder? Ich habe ziemlich helle Sachen genommen, oder? In letzter Zeit. Also bin das gar nicht mehr gewohnt, dass ich doch dunklere Produkte verwenden kann. Jetzt, weil ich doch ein bisschen Farbe gekriegt habe. Aber nur ein bisschen. Also das finde ich angenehm, das Puder. Die Make-up sind leider gar nichts für mich zurzeit wegen der Farbe. Aber das Puder finde ich gut. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu hell. Schau, es weiß nicht, wäre immer schlecht oder so. Das Positive ist, man braucht bei beiden Make-ups irgendwie, also beziehungsweise bei dem braucht man wirklich keinen Concealer. Nur ist es mir halt viel zu hell.
Das Puder mag ich. Das heißt, wir schummeln ein bisschen mit Bronzer. Irgendwo habe ich da meinen Müsli. Ich habe da noch alles auch vom Urlaub von Budapest noch herausgelassen, weil ich jetzt alles noch wegräumen muss. Okay, fangen wir mit der nächsten Frage an. Das habe ich schon. Bist du noch bei Müller? Natürlich. Ich bin noch bei Müller. Ich habe nur jetzt 2 Wochen Urlaub gehabt. Aber ich bin noch bei Müller. Die kriegen mich hier nicht los. So. Wann zieht sie zusammen? Das habe ich eh auch schon beantwortet. Wahrscheinlich bald. Weil, naja, wir wohnen ja eigentlich schon zusammen. Also eigentlich sind wir schon zusammengezogen, wenn wir mal ehrlich sind. Weil wir wohnen eigentlich schon länger zusammen, aber in der kleinen Wohnung ist es halt echt mühsam. Es ist wirklich mühsam. Jetzt ist er auch gerade zu meiner Schwester rübergegangen, damit ich Videos drehen kann. Weil sonst könnte er ja nicht ganz wo in dem Raum sich bewegen, wenn ich Videos drehen würde. Mir ist das zu dunkel. Zu hell. Seht ihr das? Bist du deppert, ich schaue aus wie ein Geist. Ich schaue aus. Ich kann mich gar nicht konzentrieren. Also eigentlich im Großen und Ganzen sind wir schon längst zusammengezogen. Viele Fragen sind es nicht mehr. Meine Nichte hat geschrieben, keine Frage, aber du bist meine beste Tante der Welt. Mag dich sehr, hab dich sehr lieb. Ich vermisse dich auch, Lini, und ich hab dich auch lieb. Möchtest du aktuell noch abnehmen? Wenn ja, was tust du dafür? Gar nichts. Ich scheiß drauf. Entschuldigung den Ausdruck, aber es ist furchtbar mühsam mit dem Abnehmen. Ich komme nicht mehr ins Fitnessstudio. Ich bin nicht einmal im Urlaub dazu gekommen, ins Fitnessstudio zu gehen, was mich mega anzipft hat. Ich gucke jetzt noch nach, ob noch Fragen dazukommen sind. Eine Frage ist dann noch dazukommen. Ja, also das Thema Abnehmen zipft mich richtig an. Obwohl, ich muss sagen, ein bisschen vielleicht beim, naja, oder auch nicht. Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl gehabt, dass mein Bauch weniger ist, aber ich glaube doch nicht. Ich habe mich auch vor kurzem auf die Waage gestellt. Nein, ich werde nicht sagen, wie viel ich wiege. Es ist auf jeden Fall viel zu viel. Und ich habe halt überlegt, dass ich andere Sachen schon mal esse. Was vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Bist deppert, ich bin viel zu hell. Ja. Aber abnehmen funktioniert in letzter Zeit überhaupt nicht. Wirklich überhaupt nicht. Und ich muss auch, glaube ich, die Pille wechseln. Weil ich habe das Gefühl, egal was ich esse, wenn ich jetzt weniger esse oder gesünder esse, ich habe irgendwie das Gefühl, da tut sich überhaupt nichts. Aber ich war brav und habe in den Budapest-Urlaub über 10.000 Schritte immer geschafft. Da kann man nichts Negatives sagen, oder? So, jetzt nehmen wir mal das hier. Eine Frage kam jetzt noch. Hast du schon Kooperationsanfragen erhalten? Was würdest du machen, nicht machen? Ich habe wirklich schon ein paar bekommen, aber ich habe nicht so Bock drauf. Also ich habe jetzt vor kurzem eine Kooperation gemacht mit ein paar Mädels auf YouTube. Habt ihr auch sicher mitbekommen, dieses Favoritenvideo. Das war eine Kooperation mit ein paar Mädels. Bis deppert, das geschissen aus. ja, aber sonst, ich habe schon ein paar Anfragen bekommen. Aber ich will mich da noch nicht zwingen dazu, die Videos zu machen oder dazu zwingen, die Sachen zu mögen, obwohl sie vielleicht nicht gut sind. Ich habe schon von Schmuck Anfragen gekriegt, von Sportsachen Anfragen gekriegt, aber irgendwie weigere ich mich immer, dass ich da irgendwie mitmache. Ich lasse es immer gleich. Also ich melde mich meistens bei denen gar nicht, was ja auch vielleicht nicht so nett ist, aber ich melde mich dann bei denen auch gar nicht, weil ich nicht so wirklich Bock drauf habe, da eine Kooperation ehrlich gesagt zu machen. Wenn es mal was wäre, was mich wirklich interessiert, dann vielleicht, aber so ehrlich gesagt nicht. Gott, der schaut mitgenommen aus. Ja, wie gesagt, ich muss ja meine Pinsel endlich mal waschen. Da. Dann wären da nicht so wenige drinnen, wenn ich meine mal waschen würde. Ich suche einen Highlighter. Boah, die schauen aus, die Pinsel. Die Pinselhalterung von Action war, glaube ich, nicht die gescheiteste Investition. Weil ich halt zu wenig da drin liegen habe und dann verbiegen sie sich so. Aber ja. Das ist ja der von der Jurassic-Ding. Soll ich den nehmen? Für Rouge, glaube ich, ist der ein bisschen zu groß. Nehmen wir den anderen von der Jurassic World für den Highlighter. Den will ich jetzt auch nicht unbedingt für Blush verwenden.
die schauen eher alle aus wie Buddha-Pinsel, wenn wir mal ehrlich sind. Nehmen wir den von der Ballen. Der könnte als Blush-Pinsel durchgehen. So. Ja, also Kooperation ist immer so ein, ist so immer so eine Sache, würde ich sagen. Upp, nicht zu viel. Das ist schwer zum Entscheiden, finde ich. Weil da weiß ich nie, wo ich da mitmachen soll oder ob ich überhaupt mitmachen soll. Dann bin ich mir immer unsicher, ob die seriös sind und ob das alles passt oder ein Fake-Account ist oder sowas. Ich bin mir da immer unsicher. Und deswegen lasse ich es auch. So. Irgendwie. Im Spiegel schaut das immer urheftig aus, aber da. Also die Foundation ist ein voller Flop. Entschuldigung, dass ich das so offen sage, aber die Foundation ist ein mega Flop. Die könnte ich dann nur im Winter jetzt ehrlich gesagt verwenden oder wenn ich sie mit irgendwas mische. Das Blush gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ein Bad Make-up Day. So, gehen wir da nochmal ein bisschen drüber. Ansonsten überlege ich gerade, was sonst halt noch Neues gibt. Also, wie gesagt, das Tattoo ist halt relativ neu. Dass wir vielleicht bald eine Wohnung haben, ist neu. Ansonsten überlege ich gerade, was noch alles so neu ist. Mir fällt gar nichts mehr ein. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte eigentlich so viel erzählen können, aber jetzt irgendwie, wo es so weit ist, kann ich doch nicht mehr so viel erzählen. Super finde ich das, ne? Jetzt probiert man noch, boah, Schluck auf, den Highlight aus. Er haut mich jetzt exakt nicht vom Hocker. Schaut so blass aus. Ich weiß nicht, wie ich das richten soll. Vielleicht gehe ich mit einem Bronzer komplett über mein Gesicht. Das werde ich wahrscheinlich eh bereuen. Aber so kann ich ja nicht bleiben. Ich schaue aus wie, war das nicht ein Geist oder so? Irgendwie wird es nicht besser. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie wird es nichts. Ich bin trotzdem noch so hell irgendwie. Doch finde ich, glaube ich, kein Produkt mehr raus da bei dem. Ich meine, der ist schon ziemlich bedient, wenn wir mal ehrlich sind. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt nichts raus. Oder nichts ab vom Produkt. Oh. Irgendwie, glaube ich, kann ich das nicht mehr retten. Super. Läuft bei mir. Bei anderen Videos, dann werdet ihr euch schocken, wenn ich da jetzt noch ein Video drehe. Aber egal. So, gehen wir noch Mascara drauf. Da werde ich aber jetzt nicht mitfilmen, weil das mache ich jetzt noch schnell, damit ich das erledigt habe. So, ich hoffe, ich konnte es ein bisschen retten. Also die Lidschatten finde ich schön. Ich weiß nicht, ob man da ein bisschen was sieht. Ich glaube jetzt, der Eyeliner, den habe ich so schier hingekriegt. Ja, aber ich finde die Lidschatten urschön, besonders die Farbe, die ich da in der Lidfalte habe. Ich zeige euch mal, welche das sind. Der Lipgloss ist von Lancôme. Jetzt habe ich ein bisschen geschummelt. Einmal habe ich das auf dem beweglichen Lid und das in der Lidfalte. Und ich finde die Farben echt schön. Also die Farben finde ich super. Mit der werde ich sicher noch öfter was schminken. Ich will aber wahrscheinlich zuerst einmal die da noch leer kriegen für die Arbeit. Ich meine, das dauert eh nicht mehr lang und dann ist die leer, wenn ihr das genau sehen könnt. Ja. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für so ein Hit-the-Pan-Video. Der war ein bisschen klebrig auf der Haut. Erst wie ich Make-up drüber gegeben habe, fand ich den dann erträglich auf meiner Haut, sage ich jetzt einmal. Das matte Blush bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Bei mir hat das irgendwie sich so fleckig entwickelt. Jetzt kriege ich es auch gar nicht auf. Was ist jetzt los, bitte? Hallo? So, das ist das da. Irgendwie, es ist eine schöne Farbe. Ich meine, ich habe es in Kombi mit dem benutzt, weil ich finde, das passt farblich auch super zusammen. Den finde ich super, der wird auch nicht so fleckig. Und ich gebe sowieso auch immer was drüber, was Pudriges. Es geht. Also das Puder finde ich nicht so gut, aber das Creme Rouge mag ich. Die Make-ups sind totale Fails für mich. Die passen farblich jetzt gerade aktuell zu meiner Hautfarbe nicht. Das Puder mag ich.
Das habe ich ja leider nicht verwendet, weil ich habe noch so viele offen, ich will die erst einmal verbrauchen. Aber das finde ich gut, das werde ich auf jeden Fall, wenn das Essenz leer ist, werde ich das als nächster verwenden. Weil das finde ich echt nicht schlecht. Von dem Highlighter bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht. Den fand ich jetzt auch nicht so besonders. Der schaut so aus. Der ist, wenn man es dezenter mag, ist der vielleicht nicht schlecht für jemanden, aber ich mag halt schon, dass man den Highlighter halt sieht. Ja, den Augenbrauenstift fand ich auch okay. Er ist ganz okay. Ist jetzt nicht mein Favorit, aber er ist nicht schlecht. Also aufbrauchen werde ich ihn auf jeden Fall schon. Ich weiß noch nicht, ob die Farbe genau passt. Da bin ich mir ein bisschen unsicher, aber er ist schön weich, er ist jetzt nicht so hart. So. Ich schwitze mir schon wieder eins weg da in meiner Wohnung. Ich hoffe, euch hat das Video aber trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen durcheinander jetzt war. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt es mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr NYX oder NYX oder wie immer man es auch aussprechen mag, ob ihr davon ein paar Sachen habt oder welche eure Favoriten sind. Ich finde jetzt zum Beispiel, die Palette wird auf jeden Fall ein Favorit von mir, schon alleine wegen den Farben wird sie ein Favorit von mir. Wisst ihr, ich liebe grüne Lidschatten. Und ich finde auch diese Petrolfarbenen so schön. Da will ich auch einmal was schminken, damit das schaut sicher auch schön aus. Also da, den da meine ich jetzt und den da. Schaut sicher auch schön aus. Irgendwie klebt der Lipgloss total. Die Lip Butters mag ich sowieso von NYX. Was mag ich sonst noch? Das Puder fand ich, wie gesagt, auch nicht schlecht. Aber ja, ich glaube, da werde ich ein paar Mal noch die Sachen benutzen und dann entweder landen sie mal in einem Favoritenvideo oder werden aussortiert. Bei der lilanen Palette bin ich mir nicht sicher, ob ich sie mir behalte. Sage ich euch ganz ehrlich. Bei der bin ich mir nicht so ganz sicher, ob ich sie mir behalten würde. Obwohl ich habe so lila Lidschatten gar nicht, aber ja, mal schauen. Vielleicht schminke ich ja doch mal was mit der. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr so habt von NYX und ob ihr es gerne verwendet oder was bei euch auch gar nicht geht von den Produkten her. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!